Mein Ravel, der im November 2010 uraufgeführte Zweiteiler des Bayerischen Staatsballetts, präsentiert unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Kent Nagano zwei thematisch ganz verschiedene Choreografien. Der großartigen Ballettkomposition Daphnis und Chloe sollte ein Klavierkonzert vorangehen, das seine Entstehung einem besonderen Umstand verdankt. Maurice Ravel komponierte es für den Pianisten Paul Wittgenstein, der im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verloren hatte. Ausgangspunkt war das Klavierkonzert für die linke Hand, das in sich ein auch musikalisch schon starke Atmosphäre von Verlust und Trauer trägt und auch teilweise sehr aggressiv, teilweise sehr sanft, sehr vielfältig ist. Die Atmosphäre von Verlust und Trauer inspirierte Jörg Mannes dazu, in Wohin er auch blickt, das Leben in Kriegszeiten zu zeigen. Wir wollten nicht Krieg als mit militärischen Bewegungen oder mit Uniformen oder irgendwas darstellen, sondern einen ganz anderen Aspekt davon, dass auch viel aus Warten besteht, aus zusammengedrängt sein und dann damit umgehen, dass es auch die Sorge zu Hause und dass der Wiederaufbau zu Hause auch ein Teil davon ist. Wir wollten ein bisschen vielfältiger damit umgehen und gleichzeitig ein bisschen abstrakter. So wählte Jörg Mannes zwei weitere Kompositionen von Ravel, um gemeinsam mit seinen Tänzern drei Phasen zu beleuchten. Die Situation der Menschen vor, im und nach dem Krieg. Ich wollte eine Geschichte bauen, die aber so wie ein roter Faden ein bisschen eingewoben wird in eine Struktur, die sich durch die drei Musikstücke, die da sind, fortsetzt. Eben in Bach-Solution, das Klavierkonzert für linke Hand und die Pavane. Und die sehr gegensätzlich sind in der Stimmung und die aber trotzdem also in eine Richtung gehen sollen. Me, I make my story inside of this belly and it's about love, hope and believing. And it's the great melody and music and of course the orchestra. I enjoy when I dance because I listen beautiful orchestra with the conductor like Nagano and I'm enjoying. I like the piece very much because in this ballet you try to really find your own deeper self. You can be actually traveling sometimes in your own head, in which part of the world or in which state of mind you want to be. Was ich an dem Stück mag, ist, dass es sehr eine starke Einheit zwischen Bühne, Kostüme, Licht, Musik und Tanz gibt. Tina Kitzing hat mir eben eine Bühne entworfen, in der man wirklich den Raum verändern kann. So gelingt es durch 8 bewegliche Lichtpaneele auch, den Fokus vom Kollektiv auf einzelne Menschen zu richten. The biggest hint from Mr. Mannes, don't make it too theatrical. Every movement what I show you, try to make sense out of it as into the natural, normal life. Das Feuer des Lichts, vielleicht das Licht des Jenseits, begleitet den Tod dieses Soldaten. Every time I'm on stage in this moment, I really want to cry. You give everything from your soul, and it's really like you believe what it will come back. Your love, your life, and it doesn't happen. Everything changes, and now you must to find the power to go back and stand up from the nowhere. And yeah, for me it's hard every time when I do it. It's very hard. It doesn't necessarily need to be spectacular. Anything that has to go towards the public. Just that fineness and the right balance of being an artist, being a dancer, and try to give the exact emotions.
the fine, delicate understanding to the true human emotions. Was es faszinierend vom Tanz ist, wenn man sieht die gesamte Geschichte von Musik. Musik hat etwas mit Tanz zu tun und Tanz hat etwas mit Musik zu tun. Es klingt so einfach, aber so ist es. Und in unser Leben, besonders als wir kleine Kinder sind, wir machen keinen Unterschied zwischen Tanz und Musik. Und hoffentlich als erwachsene Leute, wir werden niemals vergessen, dass die Rhythmus in Musik oder die Melodie in Musik oder die Gefühl von Struktur in Musik hat eine Bewegung immer. Und diese Bewegung hat etwas mit Lebens zu tun, dann kann man auch diese Bewegung eine Tanz heißen. Ich war so beeindruckt von was Herr Liske gemacht hat hier im Haus. Er hat ihm versprochen, dass einen Tag werde ich persönlich dann in Graben in einem Ballett dirigieren. Die Wahl auf Maurice Ravels Musik fiel nach den zahlreichen Überlegungen mit Kent Nagano. Das hat 5 Jahre gedauert, aber am Ende, nach 5 Jahren, haben wir unsere Chance zusammenzuarbeiten. Meine Bitte war, dass wir betonen auf diese wunderbare Periode Anfang 20. Jahrhundert in Frankreich, besonders in Paris, wenn Russland und Pariser Kultur zusammengekommen in diese große und berühmte Ballet Russe. Es ging einfach um die Komposition, weil der Tanz geht von der Musik aus und das, was wir ausdrücken, ist in der Bewegung ein Thema. Am Ende hat Herr Liske die Entscheidung genommen, okay, machen wir dann ein Daphnis-Projekt zusammen mit Ravel allgemein. In seinem Daphnis und Chloe zeigt sich Terence Kohler wieder von Diaghilevs Idee inspiriert, Ballett als Gesamtkunstwerk zu präsentieren. Dazu bestellte er ein Bühnenbild von Jordi Roig. Der versetzte impressionistische Gemälde Claude Monets etwa aus der Zeit, als Ravel die Musik zu Fokins Daphnis und Chloe komponierte, mit filmischen Mitteln innovativ in Bewegung. Das Thema des jungen Choreografen und seines Balletts nach dem Roman des griechischen Dichters Longos ist die Liebe. What I loved about Longos' story is that he expresses love through these 4 seasons as something that continues through eternity. It's not specifically about the time when the book was written, but it's become an expression of how we see love today in its purest form, without commercialization, without the distractions of romanticism we see now. It was really the discovery of these two children, for me, falling in love, that fascinated me to focus on their journey much more. I mean, of course, in the beginning everything is fine because they are playing and having fun, and so it's not naive until the sexual awakening. Auf allen Stationen ihres Weges zu einer erfüllten Liebe werden Daphnis und Chloe von mythischen Wesen begleitet. Dabei hat Terence Kohler den originalen Eros durch Pan ersetzt. Pan, he's half god. He comes to help Daphnis and Chloe to keep together. He meets them very early when they're kids, but he believes that that's all. He believes that because they already have the love, he thinks that that's enough for them to be together forever, which is not true. So us three nymphs in the ballet were somewhat guiding or pushing Daphnis and Chloe in a certain direction. We believe that in order to truly love each other, they need to have other experiences in life and experience other people in life to truly appreciate one another. We know that that's part of life, and in order to enjoy and appreciate the good, they also have to experience the bad. Aber Chloe behauptet sich unter Piraten mit Pans Hilfe erfolgreich gegen männliche Gewalt. Daphnis dagegen lernt bei einer Hetäre seine ungestüme Art zu zügeln. Chloe und Daphnis haben
different experience that they meet together again, and this feeling is explodes in this last battle, and it's just beautiful with LaBelle's music. Ravel's music expresses musical motifs that are developed through his orchestrations in such a way that we follow a very precise journey. And I wanted to focus on three different generations. So the generation of Daphnis and Chloe's parents, finding them, and then continuing on to Daphnis and Chloe discovering love. But then beyond their love sparked a new generation of children that found love for themselves. And that for me was continuing the piece to make it timeless. I think it's a beautiful motif for society today even. The choreography goes very well together with the music and everything together, it's just beautiful, amazing. And also with my partner, it's some kind of connection that it somehow flows together, and it's very joyful to do that together on stage. I would be here very happy to be Chloe. It's not easy to find some perfect lover in your life, and then this love stays until the end. Happy ending. Happy ending. Happy ending. Tänzer sind Künstler. Sie denken nicht über, wo die Schritte sind. Sie denken über die Bewegung zusammen mit der Musik. Gut, dass die Choreografen außerordentlich intensiv zugehört haben, denn Maurice Ravel hat bereits die Bewegungen in seine Komposition. Wenn die Musik auf die höchste Qualität, die höchste Standard sein können, wird dann mehr Impuls für die Tänzer herauskommen. Die Emotion, die wir auslösen, das habe ich in der Tat nicht geahnt. Ich habe nur, genauso wie Herr Nagano, nur optimistisch nach oben geschaut, und ich glaube, dort sind wir uns alle begegnet, auch das Staatsopernchor. Unsere bayerische Staatspublikum, they understand very much and they give us a life to breathe and to create more on stage.